Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Da sind wir wieder. Achso, wir sind ja zu zweit. Wo kommst du denn her? Ich komme von draußen, vom Walde kam ich rein. Vom Walde kommt er her. Was hast du da auf dem Kopf? Die Tür war zu, die Frau am Schreien. Was? Was du am Kopf hast. Wir haben hier, ich, du auch übrigens. Ach, ich ja auch. Ja. Wir haben hier die neue Dienstuniform des Hotel Fliegerheim für 2020, für die kommende Gänsesaison. Ja, lieber Stefan, die müsst ihr, also dein Sohn und du, natürlich in Zukunft zur Gänse- und Entensaison immer fleißig auf dem Kopf im Restaurant hin und her tragen. Wir werden es kontrollieren. Ja, okay. Also, bis demnächst. Wir bringen sie dir morgen wieder. Und tschüss. Ja, jetzt wieder ohne Mütze. Matze, wir machen es normal. Hallo Borgheide. Hallo Welt. Ja, da sind wir zweimal wieder zusammen, aber wir machen das nächstes Mal nochmal zusammen, haben wir uns entschieden. Da ist Weihnachten dann bald, glaube ich. Wir haben jetzt den dritten Advent hinter uns. War viel los die Woche, ne? Dritter Advent war ganz schön heftig. Der Sonntag war ein bisschen ruhiger wieder, war noch ein bisschen aufräumen vom Samstag. Denn Samstag hatten wir den Weihnachtsmarkt. Im Waldbad. Im Waldbad. Wir waren da. Wir waren da. Ja. Ja, ich war auch da, genau. Und nicht nur wir, es war ganz schön voll gewesen, habe ich gesehen. Ich habe ja auch ein paar Fotos gehabt da und die sind ja auch auf der Website vom Waldbad zu finden mittlerweile. Und bei Facebook. Und du hast wieder mit Mikros rumjongliert, habe ich gesehen. Ich habe versucht, wie immer, das an der Bühne so ein bisschen halbwegs hinzukriegen. Ja, hat mir mein Mischpult so ein bisschen zerstört an dem Tag. Entweder war es die Nässe oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber mit dem Rest, was funktioniert hat, ging es gerade noch so. Ja, Bühnenprogramm, die Schule war dabei und viele, viele andere Teilnehmer wieder. Von 15 bis 18:30 Uhr Programm und natürlich am Ende wieder die große Feuershow mit einer Gesamtzeit übrigens. Ich habe mal das Video ausgewertet von 48 Minuten. War das so lange? Ja, war wirklich so lange. Da hat mir der Rücken wehgetan. Ich habe da oben auf Sprungbrett gespielt. Du hast mich nicht runtergelassen. Du wolltest, ich habe dich nicht durch. Der wollte springen, ich habe mich runtergelassen. Genau, und 20 Stände, Verkaufsstände hat man auch mit kunstgewerblichen Sachen, mit Kerzen und mit viel Essen und Trinken. Feuerwehr, Fußballverein habe ich gesehen, DLRG habe ich gesehen. Ja. Waldbad war, glaube ich, auch da. Ja. Der Waldbadverein war auch ja, da. Ja, natürlich. Ja, und der Förderschulverein war da. Wenn wir jetzt alle nennen, vergessen wir wieder. Vergessen ja, bestimmt, wieder wir vergessen. Dann kriegen wir es wieder um die Ohren, wenn wir die Hälfte vergessen. War wirklich voll, war cool gewesen. Leute, es war total lecker gewesen, auch das, was ihr da so gemacht habt mit den Krapfen und Erbsensuppe. Der übrigens der Geschenkebaum bei Ihnen ist. Rekordzeit, diesmal eine Stunde und glaube 11 Minuten. Dann waren die Lose weg für den Geschenkebaum. 300 Geschenke hängen da immer dran. Ich weiß, und Ines hat gesagt, kein Foto war gewesen. Niemand hat ein Foto gemacht. Naja. Nicht mal selber. Aber wie, ihr habt ja gesehen, wir haben hier ein paar Bilder mal übergeblendet hier und ein paar kurze Videos, die ich gemacht habe. Mit der Musik müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein, weil YouTube mag das nicht so sehr, wenn wir die Musik hier immer mit abspielen. Dann sagen die immer, wir sind Gangster und klauen die, aber das machen wir ja gar nicht. Das ist ja eigentlich Hintergrundmusik, aber YouTube interessiert das nicht. Und bevor die uns den Kanal sperren, lassen wir das mal ein bisschen leise mal vor sich hin gaukeln, damit es nicht so auffällt als Hintergrundmusik. Jo! Und da wir natürlich vom Weihnachtsmarkt nie genug kriegen können, das muss wahrscheinlich... Du warst ja, bist ja vom Vorstand mit vom Waldbad, ne? Du kannst ruhig mal Danke sagen, ne? An die Gäste. Na, selbstverständlich. Das habe ich auch bei Facebook schon gleich am Tag drunter geschrieben. Ein Foto von allein die Gäste wieder zur Bühnenaufführung, was da im Kreis gesessen hat, dicht an dicht. Also gesagt, auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die da waren. Denn nur mit A, den Standbetreibern und B, mit den Gästen wird das eine rundum gelungene Sache. Hat wieder funktioniert, also nochmal ein großes Dankeschön in die ganze Welt. Genau. Und jetzt greife ich deinen Einwurf von vorhin auf. Weil wir nicht genug hatten, sind wir ganz, 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 ganz schnell gestern. Noch schneller, gucke hier. Noch schneller, hier, da gucke, ja. Da. Der Herr Behnke lässt sich chauffieren, wie man sieht. Nach Altborg gefahren, zum Weihnachtsmarkt. Das war ganz, ganz klitzekleiner Weihnachtsmarkt, ne? Wir haben tatsächlich zwei Stände gefunden. Ja. Und die wichtigsten Sachen gab es. Bratwurst genau. Und Rühren. Organisiert von der Hoffleischerei Kaplik und von der, was war das? Gerüstbau Brück, glaube ich. Aber das lassen wir einfach mal den Ingo von der Hoffleischerei Kaplik selbst erzählen. Und Waffeln oder sowas gab es drin auch noch in der Kirche. Übrigens. Bitte Ingo, dein Part. Ja.
Ja, okay, dann brechen wir gleich mal hier ab, weil sonst kriegen wir wieder Ärger mit YouTube. Wenn er nämlich die Mucke bringt, die da gesperrt ist. Wir sind hier in Altborg. Ja. Ganz kurz mal, ganz schnell mal zum Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt? Ist das Weihnachtsmarkt? Ja, ein bisschen kleiner Weihnachtsgruß von der Hoffleischerei und von der Brücker Bau GmbH. Und ja, dann machen wir schon das dritte Jahr. Ja. Und wird immer besser angenommen, wie man sieht. Ja, wird, muss auch mehr. Wir haben schon gesehen, hier fehlt der Weihnachtsmann. Den haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Hier. Der kommt nachher noch mit einem kleines Präsent. Okay, aber das ist bestimmt heute erst um 22.30 Uhr. Nein, 22.30 Uhr. 22.29 Uhr. Nein, auch nicht. 18, 19 Uhr. Jedenfalls hier in Altborg ganz, ganz klein. Es gibt nur eine, zwei Buden gibt es hier. Zwei Buden haben wir. Zwei Buden, Lagerfeuer, Weihnachtsbäume, Kerzen und wesentlich mehr Leute als Buden. Ja, das ist recht. Schon mal nicht schlecht. Immerhin. Ja. Schon mal gut. Und das ist an diesem Sonntag. Nächsten Sonntag sind wir in, du bist nicht da, habe ich gehört, in Neuendorf. Nein. Zum Seelenlichterfest. Samstag bin ich nicht da. Samstag. Das, ja. Kommst du mit? Mal gucken. Ja, also wie gesagt, Borgheide News TV on Tour heute in Altborg. Oh, muss hier unten reingucken. Heute in Altborg zum Weihnachtsmarkt, zu dem kleinen Weihnachten. Genau. Nachdem wir gestern bei dem riesen Weihnachtsmarkt in Waldbad Borgheide waren, was wieder gut besucht war. Den wir jetzt endlich das Waldbad wieder aufgeräumt haben, sind wir auch hier. Nutze seine Stimme ist auch wieder da. Gestern war auch noch sehr belegt. Ja, er kann wieder reden. Ja, also es geht aufwärts Richtung Feiertage und schönen Abend. Wir sehen uns. Jo, so viel jetzt zu Altborg. Jetzt geht's weiter. Die nächsten Veranstaltungen. Hast du wieder ganz schön Glühwein gekippt, seid ihr? Ich habe keinen Glühwein getrunken. Ich habe keinen Glühwein getrunken. Mhm. Ich bin krank gewesen übrigens, ne? Ja, war heiser gewesen und richtig nicht vom Glühwein. Kannst du vergessen. Nee, ich war artig. Jetzt geht's weiter. Die Feierlichkeiten sind noch lange nicht vorbei. Es geht jetzt weiter am 20. Dezember 2019. Das habe ich hier bei mir im Briefkasten gefunden. Und zwar vom AWO Seniorenzentrum Wachtelwinkel aus Werder. Hamburger Ring 25 in Werder. Und zwar am 20. Dezember ab 14 Uhr gibt es einen Weihnachtsmarkt mit Keramik, Patchwork, Handarbeiten, Bücher, ätherische Öle und vieles mehr. Natürlich gibt es dort und auch Bratwurst. Glühwein und Bratwurst. Du bist nicht da, ne? Ich bin schon wieder nicht. Du bist schon wieder nicht da? Nee. Oh, ich sag dir, die Zeiten rennen weg. Also nochmal zur Erinnerung, Weihnachtsmarkt am AWO Seniorenzentrum Wachtelwinkel, Hamburger Ring 25 in Werder Havel. Ab 14 Uhr am 20. Freitag. Und nun, war es das? Nee. Neuendorf. Am Samstag, gleich drauf folgend. Genau, Seelenlichterfest in Neuendorf. Ganz klein und fein und schön. Ich war schon mal da, Ich war auch schon mal da, aber letztes Jahr konnte ich nicht. Ich war letztes Jahr da. Ja. Aber da gehe ich bestimmt noch mal hin. Du kannst dieses Jahr wieder nicht. Das ist der Samstag. Das ist ein Samstag. Vor dem 4. Da hole ich den Tag nach den Samstag, wo ich letzte Woche fix und fertig war am Abend, nach 10 Stunden da auf dem Weihnachtsmarkt, mache ich den Erholungstag, mache ich nächsten Samstag. Was? Erholungstag? Ich hole dich ab. Also in Altborg, diesmal in Neuendorf, Seelenlichterfest. Das wird von der Stadt Brück veranstaltet mit dem Heimatverein Neuendorf bei Brück. Und dem Anglerverein, den Anglerverein nicht vergessen. Und dem Feuerwehr Neuendorf und Neuendorfer Angelverein von 15 bis 20 Uhr in der Kirche und an der Kirche, vor der Kirche in Neuendorf, das traditionelle Seelenlichterfest. Und das müsste dann schon fast gewesen sein, glaube ich, weil dann ist ja schon fast Weihnachten. Ne? Am Dienstag ist der 24. Heiligabend. Ja. Montag, lassen wir uns noch mal sehen. Wird man frühest einige sehen, die es wieder eilig haben werden am Heiligabend. Da muss ich noch mal sagen, Leute, nun zieht mal langsam den Finger und kümmert euch um den Weihnachtsmann. Sonst gibt es keine Geschenke dieses Jahr, habe ich gehört. Hast du für deine Frau schon was gekauft? Meine Frau kriegt mich. Da brauche ich nichts kaufen. Die hat sie doch schon. Naja, das kriegt sie mich nochmal neu. Alles gut. Jetzt schalte ich einfach nochmal um zu Matze. Der muss aber das Wetter bringen. Mal gucken, ob ich den erwische. Matze! Ja, ich gehe mal kurz nach Hause. Nein, das machen wir gleich hier. Dann hat der Lutze weniger Arbeit mit Videos reinbasteln. Ja, Wetter, weiße Weihnacht, ade, würde ich sagen. Bin ich aber nicht schuld. Also ja, er höchstens, aber ich nicht. Temperaturen sind ja nur ein bisschen frühlingshaft, jetzt Montag, Dienstag, ein bisschen Bewölkung noch. Ab Mittwoch kommt der Sonnenschein vermehrt wieder. Temperaturen dann aber, wenn die Sonne rauskommt, noch um die 8 Grad, nachts 5.
Und so geht das jeden Tag ein bisschen weiter runter. Aber Richtung Heiligabend werden wir auch noch 5 Grad sehen, nachts vielleicht 3. Ganz wenig Regenschauer, fast noch mehr Sonne. Also wieder mal, hat der Klimawandel zugeschlagen, es gibt keine weißen Weihnachten mehr. Also wie es 2009, 10 und 11 hier war, das war noch heftig mit dem Schnee, aber das hatten wir schon lange nicht mehr. Irgendwann kommt das wieder. Das kommt auch wieder. Im Prinzip sind wir für heute durch. Wir haben jetzt noch eine schöne Woche vor uns, dann sind Ferien, Weihnachtsferien. Ja, ich gehe arbeiten. Zwischen Weihnachten und Neujahr? Jetzt. Bis dahin. Ich habe ja gesagt, es ist noch eine Woche, bis Ferien sind. Ja. Wenn du dich ja wieder in deinem Studio ausruhst, okay, werde ich die Welt retten. Genau, ich liege hier wieder mit dem Kopf auf der Tischplatte, erhole mich. Mhm. Ich sehe dich ja schon wieder nächste Woche. Ja, okay. Tut mir auch leid für dich. Wir wünschen alles Gute, euch eine ganz tolle Woche. Bis macht nicht mehr so viel Weihnachtsstress. Bis nächsten Montag. Und da sitzen wir nochmal beide zu zweit hier und machen nochmal richtig schön. Vielleicht machen wir uns auch mal Glühwein oder einen Pfefferkuchen oder wir lutschen mal zusammen an einem Schokoladenweihnachtsmann. Früchtetee. Okay. Bis dahin alles Gute hier vor der Kamera. Diesmal hier euer Matze und Lutze. Tschüss. Tschüss.